Schaffe mir Recht, o Gott, und führe du meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Diese Klage stammt nicht von Edward Snowden, sie stammt von einem namenlosen Beter aus dem Alten Testament. Genauso wie Snowden fühlte auch er sich zu Unrecht verfolgt. Gott soll jetzt sein Anwalt sein, in seinem Tempel sucht er Asyl. Auch Edward Snowden sucht Asyl, auch er fühlt sich zu Unrecht angeklagt, denn er hat nur das getan, was einen guten Staatsbürger auszeichnet, hat Zivilcourage bewiesen, hat die unrechtmäßigen Machenschaften der amerikanischen und britischen Geheimdienste öffentlich gemacht, hat Unrecht angeprangert, aber damit eben auch Verrat begangen und das Gesetz gebrochen. Nirgendwo Asyl. Verfolgt von den Behörden, so fühlte sich auch der in den Tempel Geflohene zur Zeit des Alten Testaments. Seine letzte Hoffnung ist Gott. Er soll da Gerechtigkeit schaffen, wo das menschliche Recht am Ende ist, wo das Gesetz zu unscharf und deshalb unmenschlich ist. Vielleicht wäre ein Kirchenasyl für Edward Snowden jetzt genau das Richtige, denn er braucht vor allem eines: Zeit. Zeit, in der die Botschafter sich beraten können, Zeit, in der Datenschützer und Menschenrechtler Gehör finden, Zeit, die gerade Amerika und England brauchen, um auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren, und nicht zuletzt Zeit, damit Edward Snowden mit heiler Haut aus der Affäre rauskommt. Möge Gott sein Anwalt sein.